Gehört der Islam zu Deutschland? Nein, auf keinen Fall. Wieso? Ja, wieso nicht? Der Islam ist nicht deutsche Kultur. Die deutsche Kultur hat eine völlig andere Religion. Also. Sehen Sie denn auch die Religion als Gefahr für Deutschland? Gefahr nicht, aber man muss das ja klären. Hier in Deutschland gelten deutsche Gesetze und die Gesetze rangieren vor der Religion. Und das ist im Islam anders und das finde ich gar nicht gut. Also ist das demokratische System und der Islam sind nicht vereinbar? Demokratie ist für mich nicht Islam. Der Islam ist undemokratisch. Ich wollte hier gerne trainieren. Davor habe ich erstmal angerufen, ob man irgendwie sich anmelden muss oder so. Meint, nee, komm einfach vorbei. Bin auch da hingegangen, meine Schwester und ihre Freundin mit meinem Kopftuch und habe dann die Probetraining gemacht, eine Stunde. Nach dem Probetraining hat der Trainer mich gefragt, und wie sieht's aus, wollt ihr denn hier gerne trainieren? Da habe ich gesagt, ja, natürlich, ich auf jeden Fall. So. Dann bin ich auch ganz normal ganze Woche trainieren gegangen. Nach ein paar Wochen kam der Trainer zu mir und meinte zu mir, ja, ich muss dir leider was sagen, der Leiter möchte nicht, dass du hier weiter trainierst, weil du ein Kopftuch trägst. Psychologisch sind wir nicht so perfekt, dass wir ohne Vorurteile leben können. Das liegt daran, dass hinter dem Vorurteil steckt so ein Grundmechanismus, dass wir Menschen in Kategorien, in Gruppen packen. Das ist für uns sinnvoll, weil wir sonst die Umwelt nicht richtig wahrnehmen könnten. Es wäre so eine Informationsflut, können wir nicht verarbeiten. Insofern ist die Vorurteilsanfälligkeit immer gegeben. Vom Vorurteil reden wir aber erst dann, wenn ich diese Zugehörigkeit zu einer Kategorie mit etwas Negativem verbinde. Und das kann ich natürlich brechen. Nur das bricht sich nicht automatisch. Also man kann nicht darauf hoffen, dass ein ordentlicher Sachunterricht in der Schule auch das Vorurteil bearbeitet. Weil an dem Vorurteil hängt etwas, womit Lehrerinnen und Lehrer auch zum Beispiel umgehen müssen, nämlich die Emotionen.